In der heutigen Folge werden wir ein kleines Highlight erleben, denn schaut mal nach rechts unten auf der Minimap. Was sehen wir denn dort? Ja, hier, ich mach mal größer. Da befindet sich ein großer Boss und der befindet sich nicht umsonst dort, denn wir haben noch eine Nebenquest offen. Da hieß es von der Esbat-Gilde, wir sollen irgendwie hinstiefeln, irgendeine Waffe können wir dort bekommen, die ultimative Gunner-Waffe. Hat der Willi gesagt, ob das so ist? Keine Ahnung. Und vor allem selbst wenn. Was wollen wir mit einer Gunnerwaffe? Wir haben keinen Menschen in unserem Team, der Waffen benutzen kann, also Schussfeuerwaffen. Und das werden wir, wie versprochen, in der letzten Folge heute angehen. Ja, laut Quest heißt es, die warten irgendwo vor einer versiegelten Tür. Da ich aber bereits schon unten war und ich nicht weiß, in welcher versiegelten Tür oder vor welcher versiegelten Tür die warten, gehe ich einfach mal direkt nach unten. Und was soll ich sagen? Ich war hier schon mal drin, also ich weiß, was kommt. Und tatsächlich habe ich diesen Boss, der da hinten auf uns lauern wird, direkt beim allerersten Versuch geschafft, ohne Vorbereitung. Ich habe mich jetzt spaßeshalber mal so umequipped, dass ich nur auf Angriff setze. Warum, werden wir in dem Kampf direkt gleich auch erkennen. Aber vorher noch ein bisschen anderes. Ich habe auch im Café Lagar mal einen Stärkeboost genommen, dass unser ganzes Team Stärke plus 10 bekommt. Ob das jetzt was hilft, keine Ahnung, aber TP-Boost brauche ich nicht. Erfahrungsboost brauche ich auch nicht, denn schaut mal hier auf meine Level. Meine ganzen Charaktere, die haben jetzt fast alle Level 70 erreicht. Und ich konnte es gar nicht abstellen. Ich bin selbstverständlich die obersten Ebenen mit einem Erfahrungsboost-Bonus rumgelaufen und es hat gereicht. Das hat tatsächlich gereicht und so wie ich es in der letzten Folge schon erahnt hatte, sind diese kleinen Fuß, die wir tatsächlich hier oben besiegen können, die uns immer 109.000 Erfahrungspunkte geben. Die sind perfekt. Immer wenn ich hier in eins der Nebelgebiete drin war, habe ich versucht, die zu besiegen. Und da war es nur komplett natürlich, dass wir sehr schnell auf Level 70 hochkommen. Und was soll ich sagen? Wir haben es auch geschafft. Und schaut mal, wie groß das ganze Gebiet ist. Wisst ihr, was ich fies fand? Das hier unten. Die Felder, die ich gelb eingezeichnet habe, das sind die Fuß, die etwas größer und stärker sind. Und die sollten wir noch nicht besiegen, weil die machen mit einer Attacke drei unserer Mitstreiter platt, weil das 700 Schaden ungefähr sind. Und kann ich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht ablocken. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, diese Fuß zu besiegen. Und wenn das schon die Fuß sind, also was soll denn erst dann werden, wenn ein weiterer Boss auf uns lauert? Tja, keine Ahnung. Und das wären hier locker zwei, vielleicht sogar drei Folgen, auch wie ich es schon erahnt hatte, gewesen, wenn wir das gemeinsam erledigt hätten. Und ich kenne mich. Hätten wir es wirklich gemeinsam gemacht, hätte ich wahrscheinlich noch länger gebraucht, weil ich mich auf die ein oder anderen Sachen eben nur schwer konzentrieren kann. Cool ist, dass hier oben nochmal ein Abgraspunkt ist. Und ich habe festgestellt, der gute Flavio hatte ja, seitdem ich ihn umgeskillt habe, gar keinen Natural Instinct mehr drauf. Das muss ich auch nachskillen, weil der braucht das. Ohne den kann ich es vergessen, hier an die ein oder anderen coolen Waffen zu kommen oder an richtig viel Asche zu gelangen. Ja, aber hier ist auch nichts weiter Spannendes passiert. Ihr seht, die roten Felder, das sind wieder Felder, wo ich nicht drauf gehen durfte, weil sonst verliert die ganze Gruppe 50 HP-Punkte. Und wir müssen einfach nur uns den richtigen Weg bahnen. Das war das große und ganze Schwierige hier in diesem Gebiet. Ansonsten ist nichts weiter Spannendes passiert. So, egal. Zurück zum eigentlichen Hauptthema. Wir gehen jetzt hier rein. Und ja, mal gucken, was passiert. Past the hidden corridor, you stride deeper inside the forest and you soon see the figures of two familiar people. Es ist die Esbat-Gilde, ja. Und sie freuen sich, uns zu sehen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch, die zu sehen. Obwohl die immer noch ein bisschen ganz komisch sind. Ja, wenn ich mich an die Geschichte zurückerinnere, was wir mit denen erlebt haben, haben die ja schon eine komische Denkweise, was Ehre und so angeht, aber egal. Sie sagt, long time no see, thanks for your help last time. Und damit meint sie, weil wir haben ja irgend so eine Brosche, eine Haarspange oder irgendwas gefunden, was ein älteres Gildenmitglied verloren hatte, und zwar die gute alte, ja, wer war denn das? War es die Schwester? Jetzt überlege ich gerade, wer war denn die Person, die im dritten Stratum der Endboss war und eigentlich nur ein Teil der Esbat-Gilde gewesen ist? War das die Schwester oder war es einfach nur eine Freundin, eine Kumpeline? Auf jeden Fall eine nahe Angehörige.
Ja, und sie hat eben auch dieses eine Teil verloren, wo die Adlinde jetzt hier unten im ersten Stratum auf der Suche war. Wir haben es gefunden, wir haben es ihr wiedergegeben, deswegen ist sie jetzt noch dankbar. Adlinde bows graciously to Vatsiu and the old man stands as implacably as ever. Did you come here to find the ultimate gun, as I said? Naja, Willi, ehrlich gesagt, nein. Die Waffe, die kannst du schön behalten, auf die sind wir nicht scharf. Wir sind scharf auf das eine Monster da hinten, was uns hoffentlich ein paar mehr Level geben wird. Having said that, Wilhelm cast a glance over his shoulder, then looks gravely to you again. Ja, er schaut nach hinten zu der Tür und dann wieder zu uns zurück. If you did, you came to the right place. In here was a fearsome flying dwang. Habt ihr das verstanden? Fearsome Flying Dragon. Na, wenn das nicht nach einem fürchterlichen fliegenden Drachen sich anhört. Genau wie es da steht. Und da habe ich gedacht, es ist der rote Drache. Ja, und ihr hört schon, wenn ich sage, ich habe gedacht, es ist der rote Drache, ist das auch kein Spoiler, wenn ich hier an der Stelle sage, nein, es ist nicht der rote Drache, der uns ein paar Level gibt. Nein, es ist irgendein anderes komisches Vieh. Ja. Aber egal, wir gucken uns das trotzdem erstmal an. And the ultimate gun lies next to it. Ja, wir fragen Drachen. Irgendjemand hat doch gar nichts erzählt von dem Drachen. Jetzt geht die Geschichte. Ich skippe das Ganze mal, weil ich kenne die Geschichte ja schon. Die sagen jetzt, okay, was? Du hast nichts von dem Drachen erzählt? Fragt Adlinde den Willi. Und Willi sagt, naja, mein Gott, habe ich wohl ein kleines Detail vergessen. So. Wir fragen weiter nach. Ja, wie können wir jetzt helfen? Können wir irgendwas gegen den Drachen machen? We've talked about it before, about how someone close to me used to explore the labyrinth. Ja, komm hier, ich skipp mal, weil die Geschichte ist wirklich nicht so interessant. Ich habe die auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden, denn ein Yggdrasil-Stab, den werde ich nochmal ausrüsten. Ja, wir bedanken uns bei ihr. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die Geschichte zusammen, so wie ich das verstanden habe. Weil die haben irgendwie in Rätseln gesprochen. Die haben jetzt von irgendeinem anderen Gunner erzählt, wo ich denke, es muss ein Gunner der gleichen Espad-Gilde gewesen sein, wie sie früher existiert hat. Denn Willi hat von diesem Gunner alles gelernt, was er heute drauf hat. Und ihr habt Willi gesehen. Willi ist ein sehr, sehr alter, knausriger, tatriger Mann. Und wenn er sagt, er hat von einer anderen Person alles gelernt, dann möchte ich nicht wissen, wie alt diese Person dann bitte ist. Denn dieser Gunner, dieser alte Gunner, der hat sich diesem Drachen, der jetzt hier sich befindet, gestellt. Warum? Aus Rache. Weil der Drachen, der hat nämlich die Person getötet, die Adlinde sehr nahe stand. Und da habe ich in meinem Kopf überlegt, Moment mal, das haut doch zeitlich irgendwie gar nicht hin. Entweder ist das jetzt eine andere wichtige Person, oder es ist genau die Person, die der Ruler of Heaven genutzt hat, um die in ein Monster zu verwandeln, was das dritte Stratum bewachen sollte. Ne? Denn nur deshalb hat ja die Espad-Gilde, also die beiden Peoples hier, die wir gerade gesehen haben, die dritte Ebene beschützt. Oder das dritte Stratum. Und wie lange soll das bitte her sein? Weil von einem Gunner haben die da vorher gar nicht erzählt. Also da verwirrt mich das Spiel immer wieder. Ich konnte es echt nicht ganz folgen. Vor allem Willi hat auch erzählt, es gab mal eine Gilde in Hörgeld, in ihrer Gilde. Er hätte auch sagen können, in Auergeld. Verwirrt mich auch, denn wenn es wirklich eine andere Gilde gewesen ist, ach egal. Ja, du hast recht, Bertrand. Ich höre schon auf, da ist es. Da ist das Monstrum. Und was fällt auf Anhieb auf? Es ist leider nicht der rote Drachen, den wir gerne hätten. Tja, schade. Das heißt, auch hier kriegen wir keine Level-Ups. Und ich habe auch gedacht, naja, sollten wir vielleicht dieses Monstrum erstmal auslassen? Weil wir kriegen ja durch den bestimmt viele Erfahrungspunkte. Nur leider kann ich diese Erfahrungspunkte nicht großartig umwandeln in irgendetwas Nützliches. Denn wir haben ja nichts mehr, was wir hochleveln können. Unsere Charaktere sind ja schon auf Level 70. Naja, fast alle. So, und wisst ihr, was wir auch machen? Wir werden mal auf Formation gehen. Denn langsam aber sicher wollte ich mal austesten, ob es nicht besser ist, die Ariana im Hinterfeld zu lassen als Supporter. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, wie oft greift denn Ariana bitte vorne an? Ich habe sie nur vorne gelassen als so eine Art Schutz, weil manchmal ein Gegner vorne öfter angreift und da unser Fafnir auch nicht gerade viele HP-Punkte hat,
ist er ja nun auch ein recht großes Risiko. Und Ariana, ihr seht es ja schon, hat ja bereits auch sehr viele HP-Punkte, was mich erstaunt. Vielleicht sollte sie doch als kleines Opferlamm vorne mitstehen. Aber nee, mache ich nicht. Ja, den Stab, den werde ich noch equippen, den kriegt aber Chloe. Denn ihr seht schon, TP plus 50 und HP plus 50. Wir haben gerade festgestellt, Ariana hat ja schon viele HP-Punkte. Und TP-Punkte hat sie auch en masse. Ich finde es besser, wenn die Chloe noch ein paar TP-Punkte bekommt. Und da sie auch selten angreift, physisch als auch elementar, bin ich bei ihr besser dran, das denn tatsächlich so zu lassen, dass sie hier zumindest noch HP und TP-Punkte bekommt. Aber auch interessant, dass wir einfach so einen richtig dicken Stab bekommen. Das finde ich gut. Das finde ich sogar richtig gut. Ja, und damit sind wir doch schon mal well prepared, würde ich sagen, oder? Also auf ins Getümmel! Ja. Und was machen wir? Wir gehen direkt in den Force-Zustand. Wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar zweimal in den Fafnir-Mode zu kommen. Aber wir werden kein Glück haben, weil der wird uns wegklatschen. Ich war ja einmal drin. Ich habe es ja auch beim ersten Mal geschafft. Habe ich ja bereits erwähnt. Was ist mir aufgefallen? Der macht richtig dicken Schaden. Also wirklich richtig dicken Schaden. Heißt übersetzt, der macht sehr oft eine Einzelattacke auf zufällig irgendeinen Gegner. Auch mit Flavius Chain Dance habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so wirksam ist. Damit könnte ich ein paar Attacken noch abwehren. Das Problem ist, die Attacken, die der macht, sind so hart. Ich kann mich schützen, wie auch immer ich möchte. Der wird definitiv in fast jeder Runde immer einen ummurksen. Und wenn man das weiß, muss einfach nur das Glück bestehen, dass Chloe den meisten Schaden abfängt. Weil der hat auch sonst keine Attacken gemacht. Ich meine, ich habe 20 Runden für den gebraucht. 20 Runden. Und der hat nicht irgendeine andere dicke Attacke gemacht. Der hat immer nur draufgeschlagen, draufgeschlagen, draufgeschlagen. Dann hat er uns mal in einen Bindungszustand versetzt und dann wieder draufgestanden. Hat er einmal eine Doppelattacke gemacht, die war aber recht schwach. Das Gefährlichste sind wirklich seine Einer-Attacken. Und ja. Deswegen kann ich hier alles auf Angriff setzen. Und zwar nichts weiter als auf Angriff. Ja, der Flavio, der macht zuerst mal hier Fuerti Curse. Und wisst ihr, was ich mache? Ich habe eine andere Idee. Ich mache bei Bertrand direkt den ersten Move Perfect Defense. Ja, weil gerade in der ersten Runde, da müssen alle Effekte, die ich vorhabe, auszulösen, auch greifen und funktionieren. Dann kann es mir ehrlich gesagt gar nicht leisten, dass auch nur einer von unseren Teammitgliedern stirbt. Ja, deswegen die Strategie. Danach werde ich versuchen, mit Flavio Chain Dance auszuführen und dann mal gucken, wie weit ich komme. Es lohnt sich hier auch nicht, Strength Slash zu aktivieren. Hier hilft nur Guard Slash und dann immer drauf pfeffern. Oder sollte ich erstmal unser Team stärken? Mit Warrior Song von Chloe? Na, ich denke, ist auch nicht angebracht. Boah, 2500 Schaden. Das habe ich vorhin nicht gemacht. Da bin ich noch nicht mal über die 2000er Marke gekommen. Also, ich muss sagen, das ist ganz schön dick. Wenn der Stärke-Plus-Effekt durch den durch die Nahrungszufuhr vom Café Lagar, also wenn die wirklich so viel ausmacht, ich meine plus natürlich die ganzen Buffs und Debuffs, die wir jetzt hier live miterleben konnten, das ist schon eine ganze Menge. Er hat zwar vermeintlich nicht so viel Gesamtlebensenergie verloren, aber der Kampf, der wird sich tatsächlich über die Runden ziehen und wir werden das Ding auch reißen. Habe ich einfach mal so im Gefühl. Ja, jetzt gehe ich hier auf Illusion Step und mache Chain Dance. Und wenn ich Glück habe, greift er tatsächlich auch genau den Flavio an und dann habe ich erstmal mein Set gesetzt. Oh, tatsächlich, er hat Flavio angegriffen und verfehlt. Nett. Jetzt muss nur der Fafnir halt überleben. Mache ich Sentinel Guard zur reinen Sicherheit? Weil es wäre schade, wenn genau jetzt unser Held krepiert. Ach nee, komm, was soll's. Die Hände sind ja eh gebunden. Da kann eigentlich nichts passieren. Dann versuche ich ihn weiter einfach zu schwächen. Ihr seht schon, er hat ja auch schon zwei Buffs oder Debuffs bekommen von uns. Dann werde ich mich weiter aufstärken.
Und wenn die Runde vorbei ist, dann kann Ariana auch angreifen mit ihrer Eisattacke. Ja, und damit dürfte der Kampf auch über die nächsten Runden gegessen sein. Ich mach nochmal Warrior Song. Oder? Nee, warte mal. Ich kann ja nochmal Strength Slash machen. Immerhin kann ja nicht schaden. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Oh, 1500 und das sogar von Flavio. Sehr nice. Oh, und kann das sein, dass der gerade nicht angegriffen hat, weil die Hände gebunden waren? Oh, da haben wir Schwein. Da haben wir richtig Schwein gehabt. Da knutscht uns das Spiel mitten in unsere Mitte des Popos. Ja, nett. Ist das denn etwa so eine Art perfekte Runde? Kann ich ja gar nicht glauben. Naja, egal. Dann machen wir hier Summer Rain. Und wer sich jetzt fragt, naja, wieso machst du Summer Rain? Nimm doch nochmal Chain Dance. Unnötig. Es ist einfach unnötig, weil der Kampf wird eh nicht so hart sein, dass ich auf den Force Boost von Flavio übelst angewiesen bin. Oh, 2000 Schaden und hier auch 3000. Alter, 500. Und selbst 300. Bertrand hat sogar überlebt. Er hat überlebt. Seltenheit. Das hat absoluten Seltenheitswert, dass Bertrand diese Attacke überlebt. Das heißt, ich brauche mit Chloe noch nicht mal wiederbeleben. Und damit hat er schon fast die Hälfte der Lebensenergie verloren. Ja, das ist krass. Also heilen brauche ich gar nicht, weil das bringt eh keine Punkte. Es sei denn, ich habe sowas wie Full Heal. Hätte ich jetzt Full Heal, würde ich das auf Bertrand anwenden. Und dann würde ich mir ein paar Runden sparen. Ich mache nochmal Chain Dance. Und Fire Formula habe ich auch noch gar nicht getestet. Aber der wird bestimmt keine Anfälligkeiten auf Feuer haben, oder? Na, mal gucken. Er hat schon wieder nicht angegriffen, weil immer noch die Hände gebunden waren. Das ist ja nett. Das ist ja cool. Ja, dann kann ich hier die dickste Attacke von dem auch nochmal machen. Ja, und ich denke, das fruchtet nicht mehr. Chain Dance habe ich immer das Gefühl, dass es nur dann funktioniert, wenn auch der Force Boost benutzt wurde von Flavio. Und solange er das nicht hat, kann ich den Rest auch knicken. Na, ich mache mal eine Heilung. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann das sein, dass unsere Attacke jetzt nicht gegriffen hat? Na egal, er hat die Hälfte schon verloren. Alles im grünen Bereich. Oh, und die Musik ist auch komplett anders. Das ist ja voll der Elektro-Sound. Ja, was macht die gute Chloe? Na, auch schön. Sie hat Unbind, kann es aber nicht benutzen, weil genau das auch gebunden ist. Und das ist richtig Mist. Ach ja, blöd. Daran habe ich gar nicht gedacht. Vor allem vorhin war es so, er hat uns zwar sehr oft diesen Bindungseffekt auferlegt, aber wir haben uns immer heilen können. Immer, dass jetzt ausgerechnet in dieser Runde Chloe getroffen wurde und sie auch noch genau den Effekt hat, dass sie nicht mehr heilen kann. Ach, gibt's ja gar nicht, tatsächlich. Und genau Chloe hat die Unbindung. Ist das ein Mist? Oh, da hat er aber Schwein. Da hat er tatsächlich das Beste gemacht, was er hätte machen können. Denn wenn Chloe stirbt, kann ich den Kampf hier komplett vergessen. Erinnert euch, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Solange ich mich wiederbeleben kann, ist der Kampf hier sehr einfach. Aber so kann ich mich nicht wiederbeleben und damit ist der Kampf... Ja, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja echt nicht. Da greift dieser Schweinehund echt Chloe an. Ja, da fehlen mir die Worte. Also da fehlen mir jetzt komplett die Worte. Ich habe zwar noch einmal Nektar. Mal gucken, was passiert. Ja, er hat uns umgemuxt, ist aber nicht so schlimm. Denn jetzt passiert nämlich das, was ich in der ersten Runde auch schon machen musste. Wiederbeleben und hoffen, dass die eigenen Kameraden ja immer weiter draufhauen und Schaden machen. Und der Typ immer auch nur einen von uns attackiert. Alles andere ist gar nicht so wild. Oh, tatsächlich. Und vor allem, er hat nicht mal Schaden gemacht. Da haben wir auch Schwein gehabt. Durch den Special Skill von Bertrand.
Ja, und wenn jetzt Resonanz kommt, dann sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Und schaut mal, die Ariana kann sogar schon fast wieder in ihren Force-Zustand. Chloe zwar nicht, aber das ist egal. Ja, was mache ich? Ich mache mal Wahheal All. Das mache ich aber nur, weil ich nicht will, dass die Chloe Schaden nimmt. Yes, und die Attacken, die kommen alle durch. Und schaut mal, er ist jetzt tatsächlich im roten Bereich. Und lange wird er auch nicht mehr machen. Aber sowas wie eine große Grimoire-Chance hatten wir jetzt nicht gehabt, oder? Kann das sein? Habe ich hier irgendwas vergessen? Oder übersehen? Ja, Flavio hat es jetzt erwischt. Ist aber auch nicht schlimm. Es ist alles komplett nicht schlimm. Ich könnte mich hier auch nochmal auffallen und ein paar TP-Punkte regenerieren. Aber auch das, ja, gar nicht nötig. Oder ne, warte mal, machen wir anders. Dann wäre ich ja schön blöd. Ich setze dann viel mehr auf Schaden. Ja, halte ich für sinnvoller. Und Chloe wiederbelebt. Ja, und tatsächlich haben wir das zweite Mal geschafft, Jenny zu binden. Krass. Das ist echt krass. Also, da fehlen mir die Worte. Und der hat schon wieder nicht angreifen können. Echt der Hammer. Ein sehr einfacher Kampf. Muss ich ja mal sagen. Wir kriegen den sehr schnell weg. Und ich brauchte auch viel, viel weniger Runden als beim ersten Versuch. Also scheint die Strategie, hier alles auf Angriff zu setzen, zu funktionieren. Und ich könnte jetzt sogar in den Force-Zustand und den nochmal schwächen. Bringt nur keine Punkte. Ja, komm, hier, egal. Wir versuchen nochmal mit Feuer anzugreifen. Ja, das war's. Und tatsächlich. Ah, vor allem Chloe. Chloe macht die letzte Attacke. Und zwar eine Feuerattacke. So, was haben wir hier? Burning Way. Haben wir zweimal bekommen. Das habe ich beim ersten Mal nicht bekommen. Das habe ich zuerst bekommen. Melee Cut Attack. Und Burning Way ist Ranged Volt Attack to one enemy. Kostet aber 26. Ja, Leute. Jetzt verratet mir mal bitte, ich habe ja schon ein Skill. Ein Volt-Attacken-Skill. Der auch einen Gegner angreift. Der kostet aber nur 20 DP-Punkte, wenn der auf Level 10 ist. Warum zum Teufel sollte ich denn jetzt diesen Skill nehmen und ausrüsten? Oder machen Skills von irgendwelchen Gegnern mehr Schaden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr es gesehen, wir kriegen satte Erfahrungspunkte. Wyfantanon. Your mighty blow finally locks the flying dragon to the ground. And it lies still. You carefully examine its titanic corpse and discover a gleaming gun between the flying dragon's huge teeth. Vor allem zwischen den Zähnen ist tatsächlich irgendeine Waffe drinne, die versteckt sein sollte. Na, ich weiß ja auch nicht. Vor allem, wie hat er denn die bitte am ganzen Kampf verstecken können? Also so groß war der Drachen jetzt auch nicht. Ja, Firearm Down Assi Ultimate Gun Agnea. Ich kenne Agneta, Hyrule Warriors Legends. Ja, obtained Agnea, wir haben sie auch bekommen. Und eigentlich sollte das Willi machen. Der hat aber gesagt, er ist halt viel zu alt und zu gebrechlich und er überlässt das Feld eben uns. Naja, wahrscheinlich so eine Art von ihm uns zu zeigen, dass er uns vertraut. Nur leider können wir eben mit der Waffe nichts anfangen. Ja, die ist aber ziemlich dick. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, die mal zu zeigen. Aber wir gehen erstmal ganz kurz zurück. Und ja, hier kommen wir, nehmen direkt mal die Abkürzung. Ich habe ja noch ein Ariana Suite. Und ich überlege, sollten wir die Quest reporten? Macht keinen Sinn. Wir verkaufen erstmal unser Zeug. Dann passt mal auf. Wyfan Talon, 18.500. Das ist schon vom reinen Verkaufspreis her richtig dick. Und ich könnte auch hier bei ihm... Oh, hier, Kasakiri. Das ist eine richtig dicke Waffe. Ihr seht schon, Agnea könnten wir für 40 verkaufen. Warum auch immer. Ich behalte die wahrscheinlich erstmal und lege die im Café Lagar ab. Aber diese Waffe, die wir gerade bekommen haben, die müssen wir uns nachher dann nochmal angucken. Aber erstmal geht in meinem Kopf was anderes vor sich. Wir reporten mal die Quest noch nicht. Denn was passiert?
Wir schauen mal an, wir würden jetzt hier 70.000 N bekommen. Aber eben auch sehr viele Erfahrungspunkte, aber das bringt nichts, weil das sind 500.000 Erfahrungspunkte und ich schließe die Quest definitiv erst dann ab, wenn wir einen der großen Drachen besiegt haben. Aber jetzt nochmal Kommando zurück, ich muss euch die Waffe zeigen, was hier drauf war. Hier, passt mal auf, Kasakiri, 500.000 kostet Spaß, alter Vater, und 233 ATK gibt uns die Waffe, plus 5 Agilität, das ist für den Fafner Knight das monströseste, was wir bisher hatten. Und ganz ehrlich, hier habe ich richtig Bock, die Waffe zu farmen, was das Geld angeht. Ich weiß nur nicht, wo ich das herbekommen soll, die ganze Knete. Denn diesen Boost, diesen enormen ATK-Boost, den hätte ich schon gerne beim Kampf gegen den Stormdragon. Ob ich aber das soweit schaffe und Bock habe, keine Ahnung. Das ist nämlich die kleine Quest hier, The Vault King's Rampage. Und das ist eindeutig. Das ist eindeutig die Quest, die wir angehen müssen, um den goldenen Drachen angehen zu können. Ich habe auch die Quest schon mal angewählt, aber leider können wir ihn nicht sofort besuchen gehen, denn wir müssen erst in das vierte Stratum zurück, ein neues Gebiet erforsten. Ob ich das jetzt so online mit euch durchgehe, auch das weiß ich nicht. Halte ich auch wieder für überflüssig, aber wir sehen. Vielleicht gibt es eine lange Folge, vielleicht mache ich daraus auch zwei Parts, denn das wird etwas länger dauern. Und ja, damit war es das für die heutige Folge. War ein schöner, kurzer Part, wobei eine halbe Stunde haben wir trotzdem zusammengewürfelt. Und schaltet einfach ein, wenn wir dann entweder im nächsten Part den Stormdragon angehen oder zumindest den Weg dorthin uns anschauen werden. Also, ringehauen und alles Gute. Tschüss.